wo sind wir denn hier gelandet? Damit seid gegrüßt, mein lieben Zwergdomorbitz. Und Engdordum zu einem neuen Part. Gut, bei Deponia. Zu einer neuen Aufnahme. Ja, wir sind hier gelandet, weil, ja, hoher Postleitung. Habe ich offscreen tatsächlich noch mitbekommen. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Ich bin offscreen ein bisschen rumgerannt hier, ne? Hier bei Organa und Rufus. Habe mit ihm so ein bisschen geguckt, dass ich hier, ob ich hier irgendwas finde. Wir suchen ja nach einer Rohrpost-Sache. Zum Glück haben wir hier gerade einen Schraubenzieher bekommen von Janosch. Was heißt gerade? Ist schon ein paar Aufnahmen her. Aber ja. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpost-Sendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Juhu, er kriegt's auf. Lässt sich das schwer bieten? Ich hoffe, da kommt bald mal was. Autsch. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Den brauchen wir auch nie wieder. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Tja. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Aber jetzt können wir doch bestimmt... Ja, sehr gut. Jetzt haben wir eine Rohrpost mit Inhalt. Jetzt gehen wir halt mal raus. Am Organon hey, vorbei. Warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego nicht. Geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre poolen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Ja. Wir verpissen uns dann mal. Zurück in den Krieggang. Ach, das ist der Krieggang. Oder was? Ach nee, das ist der Krieggang. Gut. So, jetzt können wir doch hier bestimmt eine Rohrpost verschicken. Nehmen wir Rohrpostschacht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Aha, jemand hat sich gerade einen Schraubenzieher bestellt. Ja gut, was wir tatsächlich bestellen wollen, ist was anderes. Hier haben wir ein neues Antragsformular, damit können wir jetzt... Ach, wir konnten das, glaube ich, noch gar nicht drucken. Wir konnten ja noch nicht, weil es irgendwo noch nicht vorhanden war. Was werde ich denn mal beantragen? Okay, ein Schraubenzieher können wir beantragen, einen Ersatz-Irk und eine medizinische Dienstleistung können wir beantragen. Okay, machen wir erstmal das Ersatz-Irk. Das funktioniert einwandfrei. Dann halt nicht. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Dann beantragen wir halt eine medizinische Dienstleistung. Irk, Strich 75. So. Exakt. Und jetzt machen wir Irk 25 hier in den... Um etwas per Rohr. Ja. Das müssen wir erstmal... Ist der Schraubenzieher noch für irgendwas gut oder ist das einfach nur
Ich meine, jetzt haben wir ja den Rohpostschacht aufgekriegt. Jetzt und ohne, bin ich aber mal gespannt. Hätten wir es eh nicht beantragt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde. Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Ach du Schreck. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Aber wir wollen doch... Schreck das nach. Aha. Ihn in die falsche Richtung gejagt. Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Sollen wir jetzt hinterher oder... Ich würde es mal riskieren. Was? Zum Kriechgang. Ui. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow. Ah, Rufus. Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und Ernst? Ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Aber eine Kuppel bräuchten wir. Wirklich jeder geschafft hätte. Die er erwähnt hat. Er hat eine Kuppel erwähnt. Die brauchen wir für unten. Ich will doch die Kuppel betreiben. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil Arbeit? Etwa auch noch erledigen? Oh. Was für Arbeit? Er hält sich offenbar für den coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Rumsitzen und nichts tun. Die sind ja wie Gehirn gewaschen. Hintereinander bei 40, 60 und 95 Grad. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als Ein-Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Okay, können wir mit dem Gefangenen reden? Dass Cowboy Dodo ihn überrumpeln konnte, verdankt er nur meiner grandiosen Vorarbeit. Er war bestimmt aus der Puste, weil ich so schnell vor ihm weggerannt bin. Aha, reden können wir mit ihm nicht. Na dann... Raus mit uns. Und hier zurück. Wir müssen eine medizinische Hilfeleistung beantragen. Okay, beantragt haben wir das schon, aber... Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Mist. Okay. Mitglied des Organon können wir irgendwie. Das war ja schon vor ein paar Aufnahmen. Meine Idee, irgendwie eine Uniform zu klauen, können wir irgendwie. Müssen wir erstmal mit Janosch reden oder was? Hey Janosch! Hallo Ruvus! Bis später! Nichts Neues. Sei bitte vorsichtig! Nichts Neues. Cowboy Dodo ihn über... War bestimmt... Sag, ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Ah. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Jetzt haben wir ein Organon-Outfits-Uniform. Dann mal erstmal hier raus. Können wir die jetzt schon anziehen? Oh, sehr schön. Ich würde da nicht wieder zurückgehen. Das wäre nicht so klug. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Sehr schön. Jetzt haben wir ja auch Organ und Stimme. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Druck zugelassen. Großartig. Mal hier die ganze das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-Wurk. Antrag auf A. Medizinische Hilfe ist... Ja, gut. ist eine sehr angenehme Stimme.
Widerstand scheint dem Orgon nun ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Sehr schön. Na dann, Türsensor. Das lässt uns bestimmt rein. Cool, es hat funktioniert. Na dann, ab auf die Krankenstation. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Natürlich. Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm. Entferne ich doch mit links. Schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kittel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Operationsrufus. Ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicore. Sie meinen Chirurg? Das auch. Oha, ich fürchte, wir haben hier ein Minispiel und ein Bandwurm. Können wir hier jetzt irgendwas klicken? Hoppana. Jetzt haben wir das entfernt, das... Aua. Hoppana. Organe entfernen. Mit den Darm. Und das Ding. Jetzt können wir den Bandwurm nehmen. Da hab ich den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Oh, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Oh wei. Dann müssen wir die Organe wieder reinpflanzen. Wo waren das? Die Lunge war hier. Das ist das. Aber die ist falsch rum. die Lunge. Die Lunge. Steckt aber falsch rum, oder? Nämlich sehe ich das falsch. Und dann warte, da war doch hier. Der Magen, können wir den schon? Er ist doch sicher falsch. Matsch, matsch. Oh Mann, hätte ich mir das gemerkt. Ja, war eigentlich schon klar. Das wusste ich eigentlich, dass ich das wieder reinpflanzen muss, aber. Oh, Kacke. In welcher Reihenfolge haben wir das da reingesteckt? Können wir es irgendwie drehen? Hier da unten steht es, da können wir drehen. Also können wir es drehen. So muss das hin. Ja, genau, so muss das hin. Sag ich doch. Das muss ein bisschen. Nein. Sorry. Das muss noch ein bisschen. So, ja, ich glaube, so geht das. So sieht das gut aus. Was kam jetzt? Der Darm oder das. Der Darm kam noch vorher. Okay, der Darm. Wie rum war der jetzt? So rum? Könnte klappen. Das könnte so klappen. Und jetzt. Geh dran. Naja, das sieht ja noch einigermaßen so aus. Noch so ein Organ. Ja, das muss, glaube ich, hier nach oben.
Okay. So. Muss das woanders hin? Nee, hier muss das hin. Oh Mann. Ja gut, noch so ein Organ. Das könnte Leber sein oder so. Nee, da passt es nicht hin. Wo kommt denn die Leber hin? Verdammt. So. So. Nee. Das ist das der... Oha. Und das ist der Magen. Der muss noch vorher rein. Muss noch... ja, nee, den Magen haben wir als erst rausgeholt. Scheint richtig zu sein. Aber das muss dann hier, oder? Jetzt bleibt das so etwas übrig, oder was? Ja. So. Nee. So. Nee. Und nun? So. So. Was bist denn du für ein Ding? Ist der Magen? Verdammt. Der Magen muss doch auch hier noch irgendwo rein. Hier so tot so. Herz. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als kleines verkleideten Klon. Achso, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms könnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwierig ist es da, der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich die Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Okay. Wo passt der jetzt rein? Ja. Haben wir hier noch was falsch gemacht oder noch so ein Organ? Muss das jetzt hier vielleicht? Au! Und wo gehört das letzte Teil hin? Ah, okay. Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Ja. Zumachen. Ja. Das Organ bleibt draußen. Na, das hat doch geklappt. Wir haben Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir ist speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit. Okay, dann gehen wir mal mit Kletis zurück, oder wie sieht das aus? Das können wir zu zweit werden zurück ins Versteck. Rufus, ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich.
Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Oh, jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Ein Seil. Jetzt müssen wir ein Seil besorgen. Na toll, wir haben einen Bandwurm vielleicht. Tut's der ja. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Titus, brauchst du vielleicht ein Bandwurm? Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Okay, brauchst du vielleicht... Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Hm. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Das scheint zu klappen. Flumm. Oh. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich... Das können wir kriegen. Das können wir hinkriegen. Ich bin gleich wieder da. Den haben wir abgegeben, den Schraubenzieher. Jetzt bestellen wir noch einen Schraubenzieher. Erneut einen Schraubenzieher bestellen. Dann dürfte es hier plonk machen. So, das Röhrchen haben wir jetzt. Antragsformular. Terminal. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Schraubenzieher. Holla, Strich, 5, 5. So. Holla, die Waldfee. So, na dann hier rein damit. Ich hätte mal versuchen sollen, den Bandwurm zu kombinieren. So ein Mist. Gut, Rohrpost. Okay, da kommt nichts zurück. Dann müssten wir mal gucken. Wie wäre es damit, wenn wir mal zurücklaufen? Mal schauen, was passiert ist. Wahrscheinlich nicht das, was wir uns erwünscht haben. Das wäre ja zu gut für Rufus. Hey, oh. Stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wirst du auch. Also, der andere. Du, die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Ach du Schreck. Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Ach, du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen, meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Den haben wir ja. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Dann lass uns doch. Ich muss immerhin da runter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Mal gucken.